Oh, ich bin gefangen. Warum nur? Oh, hier ist er offen. Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Legend of K. Wir haben wieder mit einem super duper Gag gestartet, ich weiß. Da bin ich auch immer stolz drauf. Jetzt gehen wir nochmal auf die andere Seite. Denn die Strömung geht ja nicht nur, gilt ja nicht nur für eine Seite, sondern auch für die andere. Für den südlichen Wasserkreislauf, in dem wir uns jetzt befinden. Aber hier ist irgendwie keine Tür offen, kann das sein? Doch, da. Und da ist, was ist da? Was ist da Schönes? Töpfe. Cool. Mehr nicht. Hier geht's lang. Ah, das. Okay. Yeah! Okay, also. Springen wir einfach mal eine Runde. Bloß nicht in diese Kacke fallen, das wäre übel. Die Geräusche. Voll eklig. Okay, und zack. Yeah. Ulala. Kein Ding, Mann. Viel Spaß in dieser Scheiße da. Scheint euch ja zu gefallen. So, schaffe ich es darüber? Wahrscheinlich. Springen! Okay, kein Ding. Für den King. So, und jetzt... Achso, wie komme ich denn hier raus? Ah, da ist eine Leiter. So, mit der Leiter geht's raus hier. Da waren wir eben schon drin. Okay, gut. Der Kreislauf wäre auch beendet. Also... jump ich hier hoch. Aktiviere die Pumpe. Und die Strömung ändert sich. Und die Türen schließen bzw. öffnen sich. Ja, ja, alles schön und gut. Ach, ich muss nochmal einen Schlüssel holen und dann nochmal den Kreislauf ändern. Weil ich habe ja keinen Schlüssel gehabt. Wisst ihr das noch? Ich weiß das noch. Jetzt sind wir wieder im südlichen Wasserkreislauf und schnell mal in die Tür hier. Zack. Ah, schnell. Verhörraum. Oh, was für ein Verhörraum. Krass, ey. Alter. Gib's zu, sie haben sie umgebracht. Nein, ich war's nicht. Also oft in die Zacken werfen. Komm nur runter, damit wir dir das Katzenfutter aus dem Fell schlagen können. Als Strafe dafür, was du unseren Freunden antust. Alter, was tut ihr den komischen armen Fröschen an? Sprecht ihr mit mir, zerknautschte Handtaschen? Hier kommt Crocodile Kay. Ja, werfen bringt ja auch nichts. Seid ihr blöd? Hier einfach so in diesem Verhör. Geben sie zu, dass sie es waren. Nein, ich war's nicht. Werft ihn in die Zacken. Boah, voll übel. Müssen nur noch überall so ein bisschen Blut dranhängen. Aber das wäre ja mies. Hä, wie kommt man da hoch? Keine Ahnung. Bam. Das hat ja gut geklappt. Au. Mach's nur nicht nochmal, Mann. Tschüss. Zack. Bam. Au. Genauso fies. Zack. Stirb doch. Batz und Batz und Tschüss. Will. Einfach zerfetzt. Ah, okay. Klar, so kommt man auch wieder zurück. Zack. Und die Truhe ist mir. Ah, der Schlüssel. Das ist sehr gut. Gun. Spring! Nicht in die Zacke fallen. Boah. Alter. Okay. Jetzt gleich in die nächste Tür. Hey, nein, nochmal Luft. Scheiße. Boah. Okay, hier geht's rein. Alles klar. Ah, hier brauche ich auch schon einen Schlüssel. Den nächsten. Was ist das denn? Wildwasserraum. Ja, Wildwasserbahn. Wow. Ah, Vorsicht. Gott. Scheiße! Okay. Cool. Ba-bim.
Ach genau, es war noch nicht vorbei hier. Hier gibt es noch ein bisschen was mit... Wow, Seerosenblättern und scharfen Sicheln. Gott. Sprinkel. Boah. Oh, scheiße. Wie mies. Ach genau, und da noch mit den Explosionsfässern. Aber ganz coole die Stelle. Hat irgendwie was von so einem... Temple Run. Hilfe! Uah, au, hat mich zerfetzt. Und hoch da, okay. Ach, das jetzt, genau. Was ist das? Ja, das ist wohl, Pfeile, die euch, zerfetzen. Au! Autsch. Okay. Ich greife mal den Zickzackweg und es scheint zu funktionieren. Ja, wenn man davon spricht, ne? Ich gehe hier runter. Ich habe keinen Bock, von den Teilen erwischt zu werden. Au! Ich sag's doch gerade noch. Runter hier. Hau bloß ab. Die kriegen voll. Ja, okay. Das Teil zermettelt dich schon. Aber du, was willst du, Mann? Und zack. Und zack. Batz und Batz. So, die sind jetzt auch gleich tot und tschüss. War weg hier. Blöden Pfeile da, die da raus geschossen kommen. Ach, was kann man sich hier so an dem Geld erfreuen? Und eine Katzenstatue. Wir müssen insgesamt zwei aktivieren, um genau das Wasser abzulassen. Und wir sind wieder im Pumpenraum. Aber die andere Seite haben wir noch gar nicht aufgedeckt. Wo bin ich rein? Hier. Also bin ich, muss jetzt da rein. Okay. Müsste jetzt im nördlichen sein. Ist das richtig? Ja. Hier ist eine Tür. Okay. Zack. Hier rein. Trainingsraum. Hol doch den kleinen Bastard. Alter, meinst du mich oder was? Komm her, Mann. Ich glaube, ich hol mir eure Köpfe. Wie wär's damit? Warum sieht ihr eigentlich alle gleich aus? Das ist voll langweilig. Oh, aua. Aua. Zack. Sterbt. Sterbt endlich. Mit euren komischen Hüten da, die sind so dämlich. Au. Zack. Und zack. Ah, Mann. Bam. Und Batz. Ohne eure Rüstung seid ihr ganz schön im Arsch, ne? Nicht so wie ich. Ich halte hier durch bis zum letzten Lebensbalken. Na, und danach bin ich auch tot. Zack, stirb. Batz. Dum, dum. Was willst du? Das ist so dumm. Voll aneinander vorbei. Auf die Zeit gucken. Okay, hab noch genug. War's das nicht? Ja. Und da ist die letzte. Ach nee, es sind drei Katzenstatuen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, sind es drei. Genau, okay. Alles klar. Also. Raus hier. Mit der Leiter. Hupsa. Hupsa. Oh Mann. Okay. Raus hier. Jetzt nochmal die Richtung ändern. Kann man jetzt wenigstens überspringen? Och, Mann. Natürlich nicht.
Okay, alles klar. Also, jetzt wieder nach rechts, glaube ich. Hoffe ich. Denn da wartet die letzte Katzenstatue auf uns. Oh, oh. Oh Gott. Wow. Wow, war das knapp. Alter, war das knapp. Okay. Seerosenteich. Oh nein. Ah, da ist die Katzenstatue. Cool. Zack. Na, na, na. So, cool. Jetzt können wir uns das Froschkopf-Amulett holen, aber wir müssen ja erstmal zurückkommen. Und dann müssen wir die Schalter in irgendeiner Reihenfolge aktivieren. Ich weiß aber nicht mehr welche. Ich glaube, es war von hier auf die andere Seite. Düt, 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 düt. Nö. So, okay. Gut. Das war ja einfach. Nochmal, was ist da drin? Bombis, die brauche ich nicht. Und jetzt einfach durchracen. Raus hier, Mann! Eingangshalle. Mit einem schönen Pool, wo das Froschkopf-Omelett drin ist. Geil. Ist das nicht cool? In diesem Pool, der voll eklig aussieht. Zack. Okay. Hey, dann hätten wir den Sumpf hier abgeschlossen. Naja, fast. Müssen halt noch hier raus unter die letzte Etappe. Der Übergang sozusagen in die neue Gegend. Ist ja auch immer noch ein kleines bisschen was. Beim letzten Mal war das ja dann diesen Drachen verfolgen und diesmal hat es irgendwie auch wieder was mit Drachen zu tun. Naja, nicht irgendwie, sondern hat es mit Drachen zu tun. Na, 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 na. Bing, bing. Wir sind jetzt erst bei Part 17, kommen bald schon ins nächste Level her. Wir sind gut in der Zeit, muss man schon sagen. Oh, die armen Krokodile hier tun mir gar nicht leid. La, 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 la. Na, 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 na. Oh, oh. Nicht untergehen. Nein, 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 nein. Und das war's. Und Kay ist ersoffen. Ach, mein Kopf. Okay, also ein bisschen vorsichtiger. Vorsicht ist das A und O. Merkt euch das, liebe Kinder. Spring, Kay! Oh nein, nicht schon wieder. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Diese scheiß Schmodderkacke, die dann da rumfliegt. Diese Blasen da. Die so komisch platzen. Wenn die nicht wären, dann wäre das alles gar nicht so schlimm. Also langsam jetzt. Springen. Na, na, na. Und springen. Zack. Okay. So, jetzt ab zum Froschkopf. Froschkock. Blö, ein bisschen Leben. Ein bisschen Leben muss sein. Wow, jetzt habe ich gerade mal irgendwo in eine andere Richtung geguckt. Und da bin ich tot. Boah, okay, du bist ein King. Manchmal hat das ja doch drauf, der Junge. Na, ich meine, er zerfetzt hier die ganzen Gegner und das ganz alleine. Er muss irgendwie schon drauf haben. Uah. Balancieren. Ging das nicht irgendwie? Oh, der Controller ist viel zu empfindlich. Ja, echt mal. Ich muss irgendwie... Ich sag schon, glaube ich, seit dem dritten Part oder so, dass ich hier mal was machen muss. Egal. Was soll's. Aufgabe gelöst. Was ist das denn für ein Vieh? Eine Riesenschildkröte. Oh oh.
Keine Extras freigeschaltet. Na gut. Verlassener Sumpf. Sieht cool aus hier. Sieht verlassen aus. Oh Gott, was ist das denn? Scheiße, ich komme nicht mehr zurück. Was zur Hölle? Jagu, die Riesenschildkröte. Alter, bist du fett. Ja. Yeah. Aber wir nehmen es mit dir auf. Au. Au, 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 au. Raus hier. Nicht gerade, nicht gleich den Berserkertrank aktivieren müssen. Obwohl doch. Und zack, batz, bam. Boah, einfach mal so die Hälfte abgezogen. Er sinkt voll ein. Was kommt jetzt? Oh, das hat's jetzt gebracht. Ihhh, bist du eklig. Aua. Jetzt rotzt er da wieder hin. Boah, du bist so widerlich, Mann. Oh. Und batz, batz, bam. Oh, nur noch zwei kleine Energieleistchen. Ihh, bist du eklig. Und schnell, Kay. Bam. Au. Oh, mein Arsch. Stinkst du? Das war ja einfach. Aus dir hätte ich mir gerne fette Schildkrötensuppe gemacht. Aber gut. Hey, was ist da hinten? Geht's irgendwo lang? Oh, ein Heiltrank. Guck mal an. Na, den habe ich ja nicht gebraucht. War ja voll easy. Also weg hier. Oh, eine Sequenz. Scheiße, und ich hätte schon lange Schnitt machen müssen. Seid gegrüßt, Großmeister Shun. Dann mache ich das einfach mal. Obwohl, nee. Meist verehrter Aufkomm. Ich habe Takwon sein stinkendes Gefolge geschickt, Nachschub zu holen. Natürlich, Sir. Also, wenn ich Sir. Dieses Ventil öffne, fließt die Lava durch das Rohr direkt in den Brunnen? Das sagte zumindest Alchemist Tak. Diese filzige Ratte hat irgendwas geahnt. Baut mir ein geheimes Abschaltventil. Und den Griff tarnen als Statue oder sowas. Keine Ratte darf davon erfahren. Verstanden? Wie ihr wünscht. Ich nehme nur Gorilla-Arbeiter, Kommandant. Oh, sehr gut. Ich lass mich doch von einer stinkenden Ratte nicht zum Affen machen. Los, los! Fang an! Alter, die Fresse von ihm. Bald werde ich meine Vorfahren mit einem großen Sieg ehren. Naja, das glaubst auch nur du. Sollte besser funktionieren. Ist. Egal. Keine Extras freigeschaltet. Überspringen, Mann. Denn ich muss jetzt hier einen Schnitt machen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.